Hallo, Guido hier von blockbilders.de und ich will euch heute zeigen, wie ihr Uniswap oder Uni, die Kryptowährung von Uniswap, kaufen könnt. Der natürliche Weg, würde man denken, wäre natürlich zu Uniswap zu gehen und das dort zu kaufen für Ethereum. Wie auch immer, wenn ihr das traden wollt und handeln wollt, ist es eigentlich besser, das bei Binance zu kaufen, weil die Gebühren geringer sind. Gerade jetzt, wo die Netzwerkgebühren bei Ethereum so hoch sind. Und bei Binance könnt ihr es auch einfach wiederverkaufen, schnell und dort auch mit einem Hebel handeln. Deswegen nur zum Traden macht es eigentlich Sinn, das direkt bei Binance zu kaufen. Wer noch keinen Binance-Account hat, ich habe unten nochmal einen Link reingepackt. Mit dem Link spart ihr 10% Gebühren, wenn ihr einen Binance-Account damit eröffnet und könnt nochmal 25% on top sparen, wenn ihr die Gebühren mit BNB, der Binance-eigenen Kryptowährung, zahlt. Wie gesagt, ihr braucht euch nicht verifizieren bei Binance. Ihr müsst einfach nur ein Passwort, eine E-Mail-Adresse angeben und dann habt ihr auch schon einen Account. Nur wenn ihr Euro einzahlen wollt, dann müsst ihr euch verifizieren, also eine ID, zum Beispiel einen Ausweis hochladen und dann werdet ihr innerhalb von ein paar Stunden verifiziert und könnt dann auch Euro einzahlen. Was wir zuerst machen wollen oder müssen, um Uni zu kaufen, ist auf unser Wallet zu gehen. Eine Einzahlung zu machen. Dazu gehen wir auf Spot Wallet und könnten dann hier jede beliebige Kryptowährung einzahlen. Einfach auf Deposit klicken und dann könnt ihr hier die Kryptowährung auswählen, zum Beispiel Bitcoin. Dann seht ihr hier eine Adresse und dort schickt ihr eure Bitcoin hin. Und dann könnt ihr im Prinzip auch schon mit dem Handeln beginnen. Ihr könnt natürlich auch Ethereum oder wie gesagt, welche Kryptowährung auch immer einzahlen. Wie gesagt, wenn ihr verifiziert seid, könnt ihr hier auf Fiat klicken und könntet auch Euro einzahlen. Verifizieren geht hier oben. Ihr müsst ihr einfach auf euer E-Mail-Adresse klicken und dann werdet ihr im Prinzip durch den Verifizierungsprozess geführt. Wenn ihr das gemacht habt, eure Einzahlung. Einzahlungen sind übrigens, also Kryptowährungen einzahlen ist kostenfrei und hier eine Euro-Einzahlung per Überweisung kostet 50 Cent. Also auch total fair, was Binance da verlangt. Und dann können wir auch schon handeln. Dazu gehen wir hier oben auf Markets. Und jetzt müssen wir natürlich Uni suchen. Dafür geben wir Uni ein und sehen dann, aha, Uniswap oder Uni, wie der Token heißt, ist gehandelt gegen USDT, also Tether, dem US-Dollar-Stablecoin, Binance USD, Binance eigener Variante von einem US-Dollar-Stablecoin gegen BNB und gegen Bitcoin. Wenn ihr jetzt beispielsweise Ethereum eingezahlt habt, müsstet ihr die vorher noch gegen Bitcoin handeln und könntet dann damit Uni kaufen. Wenn wir jetzt schon Bitcoin haben, gehen wir einfach auf Trade. Und dann sehen wir hier einmal das Orderbuch. In Rot alle Verkauforders, in Grün alle Kauforders. Wir sehen hier das Chart. Dabei ist eine Kerze oder ein so ein Strich immer eine Stunde. Wir könnten das natürlich auch hier umstellen auf einen Tag beispielsweise. Oder eben auf 2 Stunden, wie auch immer wir wollen. Und hier sehen wir die letzten Orders, die durchgeführt wurden. Jetzt können wir hier bei Grün eingeben, wie viel Uni wir kaufen wollen, oder hier bei Rot, wie viel wir verkaufen wollen. Und wir können auch entscheiden, ob wir Limit oder Market Order machen. Machen wir beispielsweise eine Market Order, geben wir ein, okay, wir wollen 10 Uni kaufen. Und dann würden wir einfach nur auf Buy Uni klicken und dann würden wir für unsere Bitcoins, die wir hier haben, also für einen kleinen Teil davon, 10 Uni kaufen. Wir könnten auch sagen, wir wollen alle unsere Bitcoins in Uni investieren. Das wären dann in dem Fall 3824 Uni, die wir dafür etwa bekommen würden. Neben der Market Order könnten wir auch eine Limit Order machen. Da geben wir einfach ein, wie viel Uni wir kaufen wollen. Also wieder unsere 10 Uni. Und dann könnten wir noch eingeben, zu welchem Preis. Also gerade steht der Preis bei 1 Uni ist 48.000 Satoshi. Da könnten wir sagen, okay, wenn der Preis auf 40.000 Satoshi fällt, wollen wir 10 Uni kaufen. Dann klicken wir bei Uni und dann sehen wir, wie die Order hier ins Orderbuch geschrieben wurde. Und erst wenn der Preis auf 40.000 Satoshi fällt, würde die Order ausgeführt werden. Ansonsten würde die für immer im Orderbuch stehen bleiben. Und die können wir natürlich jederzeit manuell rauslöschen. Verkaufen ist quasi genauso. Sagt einfach, ob ihr Market oder Limit machen müsst, wollt. Dabei ist Limit jetzt hier, könntet ihr einen höheren Preis beispielsweise eingeben und sagen, okay, wenn der Preis auf
50.000 Satoshi steigt, dann will ich meine 10 Uni verkaufen und klicke dann einfach Sell. Und dann würde das wieder hier in die Open Order gehen oder eine Market Order würde sofort ausgeführt werden. Generell gilt, wenn man normal in Uni investiert, also Mengen unterhalb von einem Bitcoin, kann man eigentlich immer eine Market Order machen. Da ist der Markt liquide genug. Erst wenn man über einen Bitcoin von Uni kauft, aktuell sollte man eine Limit Order machen, um sicherzugehen, dass der Preis nicht zu sehr verschoben wird dadurch. Das dazu, wenn ihr Fragen habt, nutzt gern die Kommentare. Ihr könntet natürlich die Uni dann hier auch abheben bei Binance oder eben wieder zurücktauschen in Euro oder Bitcoin und euch das dann jeweils auszahlen lassen. Also wie gesagt, nutzt die Kommentare und wenn ihr das Video hilfreich fandet, drückt gerne den Like-Button und subscribt zu meinem Kanal. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen.